Ah, ich wollte keinen kritisieren jetzt. Nee. So, los geht's, oder? Los geht's hier. Ich muss sagen, vom Sichtfeld fehlt mir ein bisschen die Mitte. Also da müsst ihr übernehmen. München von links nach rechts, Hamburg von rechts nach links, Hamburg in den schwarzen Trikots mit den orangenen, gelb, schwarz, gelb und die Münchner in weiß-blau. Jetzt im Angriff. Ja, schön, auch hier wie beim Köln-Stuttgart-Spiel hohe Intensität in den ersten Minuten. Angriff. München muss den Ball viel rumspielen, wird viel unter Druck gesetzt. Ja, Unsicherheit. Eigenartig. Kennt man nicht. Von den Hamburgern. Bald müssen wieder zurückerkämpft. Möglichkeit, dass der Gegenstoß unterbrochen. Die Hamburger können sehr gut mit dem Ball umgehen. Also so Stick-Skills, Ballbeherrschung, so diese ganzen Basics haben die sehr gut drauf. Oh, schade. Diese Aktion vom Torhüter der Münchner. Ja, das stimmt. Philipp Maas. Ja, sehr guter Torwart, Nazio-Torwart. Sieht es so aus, als ist er relativ klein, oder? Ja. Ist aber nicht. Nicht schlimm. It's not about how tall you are, it's about how tall you play. Du verstehst, ja. Ist halt nicht maßgeblich. Beim Philipp Maas ist das nicht maßgeblich. Ja, sehr gut. So, ich glaube, das ist auch der schlechteste Witz, den ich heute gemacht habe. Aber doch, den kann man aber mal wieder bringen. Ist irgendwie spät. Da fliegt der Schläger. So, jetzt aber die Möglichkeit, mal schnell umzuschalten. Was war das für ein Run hier über das gesamte Feld? Ja. Vom Longpole Jake Steinfeld. Ja. Was ist das oft, das Longpole-Tore schießen? Eigentlich nicht so, ne? Ist wie gesagt ein langer Weg. Ja, ist ein langer Weg. Aber wenn dein Team mitmacht und du selber die Fitness hast, und es dann halt auch richtig zu Ende bringst, merkt man halt auch, wie man am Jubel der Hamburger hören kann, dass sich das auch lohnt. So das erste Tor zu schießen. Das
zeigt Selbstbewusstsein. Ja, und aber auch Entschlossenheit, ne? Ja. Wie er losgelaufen ist. Hat man gesehen, der will dieses Tor schießen. Mit den langen Beinen. Mit den langen Beinen. Ja, mit den langen Beinen. Beine. Ja. Das ist doch so. Wenn er die schon dabei hat, dann. Ja, wenn er die dabei hat, dann muss er die auch zeigen. Muss er die auch auf jeden Fall. Die langen Beine. Also. Das machen Frauen auch, aber. So, jetzt wird hier die Münchner führen was im Schilde. Da wird irgendwas aufgebaut. Wir werden gleich sehen. Ball ist auf Ex. Rumgetragen. Da. Da steht keiner. Da steht ja, keiner. Für die Anspielstation. Ne? Ja. Zu spät. Warding off, also das Weghalten, das aktive Weghalten des gegnerischen Schlägers ist verboten. Das führte jetzt zur. Ja, zum Ballverlust erstmal. Zum Ballverlust erstmal. Ja. Aber. Ja, irgendwie. Wir haben ja irgendwie doch den Ball. Eigenartig. Ja, Lacrosse ist ein sehr komplexer Sport, da steige ich auch öfter mal aus. Bin mir nicht sicher. Aber was bleibt, ist München hat den Ball. Was bleibt, München ist München hat den Ball, genau. Versucht wieder hintenrum zu spielen, Ruhe. Ja, soweit es hier geht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Wenn das in dem Spiel überhaupt möglich ist. Also das ist schon ziemlich aufgehitzte Stimmung hier. Von der Nummer 6, der Münchner. Wolfgang Riesel. Ja. Wolfgang Riesel. Richtig. Auch jahrelanger Nationalspieler und ja. Sehr guter Spieler einfach. Auch formstabil über Jahre. Ausnahmeplayer. Den Eindruck, den ich hier habe in den ersten Minuten, dass sehr viel über die Entschlossenheit, über den Willen kommt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Dass, also auch dieses Tor war ja eine Energieleistung. Also ja. Er wollte durchkommen, wollte den Abschluss suchen. Und ich habe ja im ersten Spiel gelernt und in den ersten Spielen, dass man mit einer Voraussicht oder mit einer Vorausschau sehr vorsichtig sein soll. Du musst kurz wieder sagen, Sebastian, wir sind im ersten Viertel. Da kann noch so viel passieren. Ich stehe auch erst 1-1. Steht 1-1, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden, das ist klar. 0-0. Abgefangen. Aber da ist auch eine Flag. Defender Nummer 55, Benedikt Vormann. Eine Bank in der Verteidigung. So, eine Flag habe ich gesehen. Ja. Wie viel war die? Thank you.
Ja, das ging auf den Helm so unnötig, aber... Nee, ist außen, ne? Außen, ne? Außen, ja. Ah, unnötig. Was gibt das? Eine Minute? Genau, Hamburg muss einen runterschicken. Eine Minute, oder was? Ja, wegen Slash. Und... Also München Überzahl, eine Minute in Überzahl. Aber schon mit zwei Männern, oder? Oh Gott. Dann den Ball wegwirfst natürlich. Ja. Ja, schlampig. Kann man seine Überzahl leider nicht gut ausnutzen. So, jetzt heißt es sicheres Passspiel der Hamburger. Ja, die wollen jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen die Uhr runterspielen. Ja, ja, klar. Da sieht man auch Darren Eakins in Action. Ja, Goldie hat es nicht eilig, ins Tor zu kommen. Der unternimmt auch gerne mal Ausflüge, ne? Ja. Eakins. Ja, super witzig. Zwei Münchner, sehr gut. Sehr gutes Double. Und. Oh. Der Goalie spielt mit und relativiert somit die Unterzahl. Goalie. Schon offside gepfiffen, also abseits sozusagen. Nicht sozusagen, aber es ist. Ja, das ist wahrscheinlich das, diese Goalie-Geschichte gerade wurde nicht so gut. Ja, aufgefangen vom Team so. Ne? Also. Hat halt einer nicht mitgespielt. Nicht mitgedacht. Ja. So, München wieder im Angriff. Aber die Hamburger haben das ganz gut gemacht in Unterzahl, haben sehr viel Zeit von der Uhr genommen. Ja, stimmt. Ball gerettet, Ball ist beim Goalie, geht sofort raus. Ja. Da ist er drüber. Ist er drüber. Paul, Justus, Paul. Der läuft doch einfach mal. Das Ding. Der kann auch einiges einstecken. Also der kriegt dann unterwegs mal eine mitgegeben. Ist dem egal. Schöner Versuch. München hat den Ball, kann den klären. Stark, stark. Das ist hier, ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen mehr Energie als Köln gegen Stuttgart. Also es geht hoch und runter. Ja. Ja. Und also zumindest so wie es jetzt aussieht, wir haben jetzt, was sind das hier noch? Ja, sind erst 6 Minuten gespielt, aber ja. Schon ein Haufen Energie auf dem Platz. Ja. Was mir auffällt, sehr viel Laufspiele, sehr laufintensiv die Sache. Ja, ja. Ja. Und was mir auch auf jeden Fall auffällig ist, dass die Sideline ganz, ganz aktiv, ganz, ganz viel redet, laut ist. Ja, Tor zählt nicht, Tor zählt nicht. Abgepfiffen. Ja, starke Action von den Schiris. Eindeutige Zeichen, ganz wichtig, ganz wichtig. Was hat er denn gezeigt? Großartig. Ah, nur die Handbewegung. Die ja nochmal die Calls quasi in visuelle Zeichen umsetzen. Großartig. Ja, wird er gejagt, der Gute. Ja, Pause. Timeout. Timeout.
Ja, starkes Spiel. Starkes Spiel. Ausgeglichen, richtig hohe Intensität, Körperlichkeit und auch, finde ich auch so persönlich auch sehr erfrischend, dass die Refs halt nicht bei... dass die Refs so viel auch einfach spielen lassen und nicht zu sensibel pfeifen. Ich bin ja daran interessiert, also mich interessiert ja, ob die das körperlich durchhalten, weil die machen ja unheimliche Alarm jetzt. Ja. Die ersten Viertel, du hast ja vorhin gesagt, na, so ein Spiel ist lang, also es ist ja sehr laufintensiv, die gehen auch die weiten Wege, die Linie lang. Also ja, ich bin gespannt. Also was jetzt halt in den Beinen hängt, muss halt später, wenn es dann da unten nachlässt, quasi im Kopf dann kommen, ne? Dass man halt smarte Pässe macht, sich vielleicht ein paar extra Wege spart. Ja, das werden wir dann sehen. Noch stampft der Kahn. Das ist ganz schön zu sehen hier. Flagge ist down, jetzt heißt es zum Tor gehen und nochmal einen Versuch starten. Zweite Flagge. Okay, das heißt beide Teams sind jetzt für 30 Sekunden mit gleicher reduzierter Mannschaftsstärke auf dem Feld und danach ist Hamburg mit 30 Sekunden Man Down. Eieieiei, wird da getanzt. Das riecht doch nach einer Verletzung, Kinder. Bleibt auf dem Boden. Die nächste Flagge. Also wir haben im ersten Halbfinale haben wir schon ein bisschen Körpereinsatz gesehen, aber das ist jetzt doch noch ein Nummermesser. Ja, ja, ich frage mich gerade, warum die Leute da umfallen. Eine Flagge gegen München. Ja, faul. Das heißt, wieder ausgeglichen. Ausgeglichene Mannschaftsstärke. Okay. Jetzt ist Hamburg in der Überzahl. Und wir sind even. Ja,
Wir sind in der letzten Minute. Laut Anzeigetafel. Ja. Ja. 1:1, eine Minute noch im Game, also im Quarter. Wieder safe. Wieder schöne Einzelaktion. Wieder gut gehalten, also die Torhüter bisher. Ja, sehr schön und auch wieder schön gelegt. Also alles, was das Herz begehrt. Ganz starke Leistung von Bobby. Clock ist on the field, 30 Sekunden höchstens noch, weniger. Moritz Spiegel am Ball, versucht da eine Aktion wird noch, stark ne? unter Druck gesetzt. Von Björn Wulfmeier. Na, der Blaxer. Der alte Crossfit-Recke. Ja, gut gelöst, 1:1 nach dem das war ersten das erste Ja, gefällt mir. Hat richtig Bums. Ja, ich stelle die Frage gerne nochmal. Können die das bis zum Ende durchhalten? Auf diesem körperlichen, auf diesem Niveau? Läuferisch ist es ja wirklich sehr anspruchsvoll, was hier gezeigt wird. Grüß dich, die Studenten. So, es wird begrüßt Besucher. Hier. Ja. Da gehen sie wieder. Da gehen sie wieder. Ja. Hast du bitte verstanden, diese Technik? Ja. Gewitter ist überstanden. Ja, können die das durchhalten? Wir werden das sehen. Das ist, wenn wir versuchen, mal so auf ein paar Zeichen zu achten jetzt im zweiten Quarter. Das ist ja nicht das erste intensive Spiel, was die Teams gespielt haben. Also werden die ja wahrscheinlich hoffentlich auch schon wissen, was sie sich da im ersten Quarter schon leisten. Nee, das ist halt. Dadurch, dass die Ligen bei den Herren ja nicht, also teilweise leistungsmäßig stark, sich und also das Leistungsgefälle ist sehr hoch. Von daher hat man halt quasi als Herrenmannschaft nur 2-3 hochklassige Spiele, zumindest in manchen Ligen pro Jahr. Also ist das hier jetzt auch heute letztendlich auch eine Ausnahmesituation. Beide Teams sind ja hochgezüchtet, mehr oder weniger. Ja, wir werden sehen. Wie war es bei den Playoffs? Gab es da im Vergleich zu dem Spiel, was wir jetzt oder im ersten Quarter, was wir gesehen haben, so laufintensive, so... Ja, klar, alle. Aber der Leistungsabbruch war natürlich nochmal, kam dann halt auch stark. Ne? Also. Stark. Sehr gut. Sind die zweite in die Mangel genommen? Ja, super Pass. Sauber. Sauber. Und ich hoffe mal, das kommt über die Atmo-Mikrofone rüber, was hier los ist gerade. Also das. Sowohl von den Teammitgliedern, die richtig mitgehen, die laut brüllen, also drüben von den Fans, echt tolle Atmosphäre. Dahlem kocht. Ja, Dahlem kocht, könnte man sagen. Aber auch durch diese Pause habe ich den Eindruck, die sind so heiß. Durch diese Stundenpause, dass die wie rausgelassen werden hier aus dem Käfig und sagen, jetzt geben wir alles. Ja. Tor von der Nummer 7, Moritz Spiegel, sehr stark. Einfach von oben einmal abgezogen. Ja.
Also als würde er das bestätigen wollen, was ich gerade gesagt habe, ja? Ja, voller Entschlossenheit. Rausgelassen und einfach mal reingeknallt. Hier, scheiß auf Spielsysteme, wir schießen einfach mal rauf. Ja. Kann sein, wenn ich das so sagen darf, aber... Das wird bestimmt gepiept. Ja. Ja. So, Hamburg 2-1 vorn, liebe Freunde. Und bisher haben nur Hamburger geschrieben hier. Ich gucke ja mal weiter bei Facebook. Also Hamburg geht mit. Ja, ich weiß nicht, ob in München auch jemand vor dem Bildschirm sitzt und mitfiebert. Liebe Münchner, schreibt mal was. Die Münchner Damen spielen ja auf der anderen Seite hinter uns. Da ist anscheinend gerade Halbzeitpause. Wenn ich es richtig sehe, 2-12. 2-12. Wenn ich es richtig sehe. Ich gucke gerade nochmal. Also es halbfällt auf jeden Fall. Also 2 konnte ich sehen für die Münchner Damen. Ja, das ist ein bisschen weg. Sonst hätten wir das ja vorhin auch gezeigt. Wenn wir es so einfach gehabt hätten, hätten wir gerne umgebaut. Ich will alle Freunde und Freundinnen des Damen-Lacrosse. Einige haben nämlich schon geschrieben und haben sich beschwert darüber, dass wir es nicht gezeigt haben. Aber es ist nicht so einfach umzubauen. Und wir mussten uns einfach entscheiden. Und wir haben uns für den Hauptplatz entschieden. Und da mussten wir dann halt auch das Warmmachen zeigen. Es tut uns leid. Aber es war nicht möglich. Und ich finde übrigens nebenbei, nach diesem großen Gewitter bin ich ganz froh, dass überhaupt was spielt hier. Ja. Und das stand ja hier alles auf Tönen an den Füßen. Wir spielen hier erstmal ein bisschen Schnelligkeit raus. München mit einer sehr starken Defense, sehr erfahrene Poles, also Long Poles, die auch sehr gut quasi in diesem Team-Defense-System funktionieren. Also wir sehen, dass wir die mitgehen, sich die Leute übergeben. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit zum schnellen Gegenzug. Mach das selbst. Tim Wunderlich mit einem halbgaren Schuss. Dann kommt er halt leider nicht dran vorbei. Der wäre auch rübergegangen, glaube ich. Ja. Ich glaube, halbgarer Schuss trifft schon so. Halbgarer Schuss. Kannst du nicht bringen in so einem spannenden Halbfinale. Und ja, zumal die Chance ganz gut war, ne? Ja, in so einem guten Goalie, halbgare Schüsse. Ja, das. Oh, wunderschöner Pass. You can see it, you can catch it. Oh, was war da los? Dachte, da sei noch jemand dahinter wahrscheinlich. Ah, Misskommunikation. Mann am Ball, schaubelt den zu Tim Wunderlich, der kann durch. Ball ist aber auf dem Boden. Oh. Ein Schlag zum Kopf. Ja, das war ein Keulenschwung, da war nicht so in Ordnung. Nummer 20, eine Minute Strafe. Ja, für unsportliches Verhalten. Hat es mehr geben müssen, Basti? Was meinst du? Nee. Die haben ja Helme auf. Das ist mein Name. Hamburger Trainer versucht aber auf jeden Fall, sein Team unter Kontrolle zu halten, dass dann nicht gleich am Anfang schon die Gemüter durchgehen. Wahnsinn, schönes Ding. Gibt's ein Wahnsinn. Tor.
Und wenn ich jetzt die Körpersprache der Hamburger so sehe, wir zeigen ja bei uns bei Hauptstadtsport TV auch sehr viel Berlin Rebels, also American Football. Und da muss ich sagen, da gibt es ja deutlich Parallelen. Ja. Genau. Also, Dominik, du siehst es ja wahrscheinlich auch häufig. Die Rebels sind ja bei euch um die Ecke. Genau. Also ist das so ähnlich, ne? Also wie die gerade aufgestürmt sind. Und auf jeden Fall. Das ist ja der Sport. Wir haben auch gezeigt, wir haben es euch jetzt gerade einfach gegeben. Aber war richtig, ne? Das ist ja der Sport, wo nach jeder Minute 10 Minuten Pause ist, ne? Beim Football? Ja. Ja. Ah, da fliegen noch mehr Flaggen. Ja, da fliegen ständig Tücher. Ja. Aber Rabbit kann man sich schon mal angucken. Das ist schon mal ganz schön. Ah ja. Man kann ja in den Pausen mal was anderes machen. Ja, ja. Donuts essen. Zum Beispiel. Cola trinken, genau. So, Hamburg 3-1 vorn. Ja, Moritz Spiegel, unheimlich guter Face-Off-Guy. Ist das gang und gäbe, dass auch Nordpol am Face-Off ist? Dich habe ich ja schon begrüßt, aber die Dame noch nicht. Sag mal was. Ja. Hallo Patrick. Tag der offenen Tür heute in der Kombinatorenkabine. Ja, meine Frage zu wiederholen. Wie gewöhnlich oder ungewöhnlich ist das als Longpole? Longpole am Face, das ist halt die, du versuchst halt, wenn du halt weißt, du hast halt als, du kriegst den Ball beim Face-Off halt auf keinen Fall. Ja. Dann musst du halt schauen, dass du halt alle Register ziehst. Ja, nicht ein Face-Off gewinnst, sondern quasi schaust, dass du aus dem Face-Off einen Groundball machst. Stimmt. Und den halt sofort effektiv verteidigst und, Das heißt, jetzt gleich schon am Anfang des zweiten Quartals haben genau, die München hat, die weiß Münchner ich nicht, eigentlich die haben, schon aufgegeben, den Face-Off zu kriegen. Die haben keine guten, also keine erfolgreichen Facer. Ist einfach so. Ehe wir uns versehen, klingelt schon wieder. Ja. Wie schnell kann es gehen? 4-1. Auf geht's, München! Wäre dieses Foul hier im Mittelbereich so eine Initialzündung gewesen, ne? Ja. Danach macht ist, es Boom. Ja, dann macht es wirklich, als wäre da irgendwie eine Tüte explodiert oder was. Ja, ja. Die noch zusätzlich Kraft freigesetzt hat, also. Und die Münchner, ihr habt es ja schon angedeutet, die müssen jetzt mal zurück ins Spiel kommen. Ja. Ihren Mann rächen. München mit dem Ball wird gut behakt. Björn Wulfmeier mit der Nummer 3, Arbeit richtig gut. Out of bounds. Hamburg hat den Ball. Ah, schön, Transition. Ah, Push from behind. Sent him flying, aber es wäre dann faul gewesen. Ah, sogar ein Send-off, 30 Sekunden. Unterzahl.
Und genau, Münchens Chance hier heranzukommen. Die 30 Sekunden jetzt gut nutzen? Ja. Können wir was bewegen? Sind 4 Tore drin auf jeden Fall. Hammer ist angesagt, was auch immer das bedeutet. Ich würde mal sagen, richtig abziehen, oder? Ja, ja, stark. Der Goalie hilft mit. Ja, ja, ja. Sprung war der noch den Chase rein. Du meinst auch Chase wollte? Backup. Sascha Brust mit der 18, Matthew Laustrup und der Griesel, Olle Wolle. Oh, stark. Ja, ganz easy aufgehoben. Oder doch nicht aufgehoben. Gar nicht easy. Sehr schöne Verteidigung von Hamburg. Sehr gut. Ah, oh Gott, da war die Lücke. Das macht dann rein. Ja, das ist ärgerlich. Erst frisst du einen Schuss und dann wird der Ball nochmal aufgesammelt und ins Tor gestafft. Ja, so, das hat bestimmt wehgetan. Zumal sie die ganze Zeit wirklich gut verteidigt haben, ne? Also sie haben... Genau. Gut, 4-2. Aber uns kann es ja recht sein. Also spannend, hohe Intensität. Ja. Also nichts gegen das 14-2 der Damen, was wir davor gesehen haben, aber... No. Hamburg mit dem Timeout, was aussieht. Normalerweise haben die Münchner immer irgend so jemanden dabei, der so eine Kuhglocke läutet. Ich vermisse das ein bisschen. Macht man das die Damen sonst? Ah, die Damen, ja. Wo sind die denn? Auf meinem Spielfeld hinter uns. Ach, die spielen gerade, ne? Ja, ja, blöd. Da kann man schwer eine Glocke halten. Ja. Ja. Auch möglich, aber schwierig. Das ist
ist für mich ganz schwer zu sehen, der Zwischenstand bei den Damen, aber ich würde 14 zu 2 sagen. Das würde ich auch interpretieren. Ja, 14 das zu 2. Das ist aber zweistellig. Ja, zwei. Also ich würde 14 zu 2 sagen für München bei den Damen. Da hat sich dann doch meine Prophezeiung doch zum größten Teil die Wahrheit geworden, dass das eine relativ klare Kiste wird. Ja, weil du eben meinungsstark bist und einfach auch dein Expertenwissen natürlich auch aneinander weitergibst. Hat die Teams ja auch in den Playoffs gesehen, dass das ja du hast dich auf deinen Job also quasi vorbereitet. Kannst du noch was von mir lernen? Auf jeden Fall. Das der Herzberg ist auch ganz still gewesen das gerade. Das ist ja auch der Sinn. Machen wir auch immer so ein bisschen auch Knowledge-Transfer over. Das ist hart. Mit der Goalie in der Drehung den Ball an der Mittellinie. Sehr interessante Szenen, da wollen wir überhaupt nicht dazwischen plabbern. Das ist einfach nur ein Genuss. Super gespielt. 1-1 gespielt. Nicht die Nerven verloren, wirklich auf den besser postierten geschaut und den angespielt. Also. München wieder dran. Nur noch 4 zu 3. Ja, sehr schön, sehr schön. Es gibt auch so einen oft bemühten Spruch, der so heißt, so don't take the first, but the best shot. Ja. Und der auch darauf so ein bisschen Hinweis, dass man halt schauen muss, wo sich die Möglichkeiten ergeben. Aber da wissen wir ja in der Theorie, das ist ja relativ klar, aber unter dem Druck geht's zurück, ne? Siehst eine Schusschance, aber dann trotzdem nicht abzuziehen, sondern noch auf den besser postierten in der Mitte zu spielen, das ist schon. Das erfordert schon viel Disziplin. Ne? Und ist sicherlich auch eine Niveaufrage, ne? Das eben zu machen. Und haben wir ja gesehen, in den letzten zwei Minuten, eigentlich hat Hamburg das Spiel super im Griff. Und jetzt kommt München wieder zurück, also ich denke. Der Drops ist noch nicht gelutscht. So sieht's mal aus. Hamburg steht sehr weit draußen mit der Defense. Wieder los. Schöner Druck von München. Nach oben ab. Angetäuscht, kurz den Defender aus der Balance gebracht und dann zwei, drei Schritte, um frei zu werden, dann abgezogen durch die Beine der anderen. Ja, nur, dass der Goalie nicht viele Chancen hatte, den zu kriegen. Nee. Stark gemacht. 4-4. 4-4? 4-4. Jetzt sind wir wieder ausgeglichen, sind noch 2,5 Minuten zu spielen im Quarter. Das wird spannend.
ja, Herr Bombosch mit dem Slash. Wird auf die Bank geschickt. Ich habe gerade einen Post gekriegt. Ich bin ja sozusagen der Social Media Beauftragte hier bei uns. Ja. Und ich der Jüngste bin von allen. Und Gender Beauftragte. Ja, überhaupt. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass wir auch in den USA geschaut werden. Und zwar haben wir gerade einen Post aus den USA. Man kann keinen geraden Satz sprechen. Nein. Schon wieder klingelt's. Und schon wieder klingelt's und wieder trifft München. Wieder trifft München. Aus dem 1 zu 4 und 5 zu 4 kannst du mal bringen jetzt. Ja. Das kannst du mal bringen. Ich wollte ja vorhin schon so ein bisschen den Grabesgesang anstimmen. Auf die Münchner sagen, oh, die werden wohl. Ja? Aber so kann man mal zurückkommen. Wir müssen dann gleich hinterher ein Timeout. Ja, also wir werden in den USA geschaut. Und zwar geht es um eine Spielerin, die in München spielt. Emily heißt sie. Emily spielt in München. Und das Gute ist ja, liebe Freunde in den USA, Emily werdet ihr morgen ja sehen, weil Emily ist nämlich auf dem besten Wege, mit München ins Finale zu kommen. Ja. Wir ja. zeigen auch das Spiel um Platz 3, aber Emily werden wir morgen im Finale sehen. Und explizit erwähnen. Gegen Hannover. Ja. Und ja. es ist ja spannend, weil das ist ja ähnliche Demonstration der Stärke, was München jetzt gerade abliefert gegen Münster, wie Hannover vorhin gegen Hamburg. Also da werden wir ein Finale auf Augenhöhe sehen. Auf jeden Fall. Das gab es die letzten Jahre ja auch. Im Finale auf Augenhöhe, was Hannover meistens für sich die letzten 3 Jahre für sich entscheidet. Genau, das hast du vorhin gesagt. Genau. Aber es gibt ja die 3-Jahres-Regel, haben wir vorhin gehört. 3-Jahres-Regel, eigentlich ist das vorbei. Und deswegen kann Hannover morgen nicht gewinnen, sondern München muss gewinnen. Und gewinnt dann die nächsten beiden Jahre auch. Genau. So ist die Regel im Frauenlacrosse. Ist das wie mit der Beziehung, dass man das verflixte 7. Jahr rumkriegen muss? Nein, das ist einfach nur Fachwissen. Ah ja, okay. Alles da oben drin? Brigitte, ja? Achso, ne. What? What? Okay. Clock is on the field, müsste jetzt gleich vorbei sein. Da kommt die Flag. Ein bisschen mit Puscheln? Genau, das ist aber gendermäßig nicht mehr durchsetzbar so richtig. Nee? So, deswegen haben wir jetzt gesagt, offiziell ist das Wetter, aber stark. Ich muss ja sagen. Und das Supply. Es geht auch wieder intensiv los, ja, in der zweiten Halbzeit, im dritten Quarter. Geil. Wir haben gerade ein neues Mineralwasser gekriegt. Ich habe den Eindruck, die Gläser sind kleiner. Es ist kleiner geworden, ne? Ja, ja das ist der Luftdruck wahrscheinlich. Aber man möchte sich ja nicht beschweren. So, Seiten sind gewechselt worden. Das ist ja mal das Verwirren am Sport. Ja, ja. Man hat sich mal auf eine Seite eingeguckt und jetzt geht es wieder anders lang. Also München von links nach rechts, immer noch den weißen Trikots und Hamburg von rechts nach links mit gelb-schwarz oder schwarz-gelb. Schade. So eine tolle Möglichkeit gab gerade. Ärgerlich, Dennis Herr hat gerade den Ball rübergetragen, aber die Mitspieler haben nicht geschaltet und dadurch Offside generiert. Ja, wurde noch ein bisschen dementiert, aber. Hamburg jetzt wieder im Angriff. Versucht ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Ja, ein bisschen geduldig zu spielen. Sie gucken, ob sie abziehen können oder nicht. Ja. Aber es wird dann meistens sich für den Pass entschieden. Oder auch nicht. Aber nochmal probiert. Leider weit über das Tor hinaus. Das Ziel hinaus geschossen. Und nochmal Moro Spiegel. Aber das hält. Steven!
Maximilian Miegel mit dem Ball tänzelt sich den Weg doch nicht. Kein einfacher Sport hier. Aufregung, was wird da gebrüllt? Ah, schöner Schuss. Backup. Ball bleibt im Hamburger Besitz. Nachricht von unserem Freund Bietuk. Ja. Ja, er schreibt, er sieht hier das eigentlich vorweggenommene Finale. Ja. Habt ihr ja auch schon gesagt, hohes Niveau, und er vermutet, dass der Sieger hier dann auch deutscher Meister wird. Ah ja. Aber es steht auf jeden Fall 5-5 jetzt mal. Nee, es steht 6-4. 6-4. 6-4. 6-4, Entschuldigung. Da war Wunschvater das Gedanken, jetzt, um die Spannung hochzuhalten. 6-4 für München. Und führ mal die Ausführung zu Ende. Ja. Und die kommt ja aus Hamburg und fiebert ja mit den Hamburgern mit und sagt schon, die Kräfte müssen reichen. Und vor allem, und das habt ihr auch gesagt, der Kopf muss kühl bleiben. Der Kopf muss kühl bleiben. Das war mir. Vielen Dank für diese Nachricht nach Hamburg. Und alle weiteren, die noch etwas schreiben wollen oder sich melden wollen, immer wieder gerne bei Facebook hauptstadtsport.tv. Hier seht ihr den Spitzensport an diesem Wochenende. So, 6-4. Face-off wurde für die München entschieden. Passt zum Goalie. Macht sich immer nicht so gut. Da, halbjahre Schüsse gegen Darren Egan.
Boah. Ja, das war gar nichts. Was man eben ganz gut gesehen hat, die Münchner haben nach Ballverlust sofort gegengedrückt. Ne? Haben sofort den schnellen Gegenangriff unterbrochen. Das war natürlich ganz gut. Haben jetzt das Tempo aus dem Spiel rausgenommen. Also das machen sie sehr gut, dass sie auch nach diesem halbgaren Schuss, wie du schön sagst, trotzdem wach waren und gut reagieren, gut reagiert haben. Sofort, ne? Umschalten. Ja, der Kopf ist wichtig. Jetzt die Anzahl der 300. Mal sehen, was jetzt passiert. Bin mal gespannt. Geht auf X. Von hinten gegen das Netz geschossen. Hoffentlich nicht der Spielzug. München wieder im Ballbesitz. Ja, hier das Riden und Clear, eine eigene Kunst. Das war jetzt ein bisschen einfach für meinen Geschmack. Oh. Zu dritt drauf. Schön. Hamburger kämpfen sich den Ball, geht zurück zu Dönn. Kann ihn nicht aufheben. Das ist hier hitzig. Das Dollar Crossing Silber. Durchgetankt, sehr gut. Oh, das Spiel kann sich durchsetzen. Spieler. Ja. Also für mich Gelegenheit, mal wieder aus Facebook zu plaudern. Und zwar haben sich Kollegen aus Stuttgart zu Wort gemeldet. Ja. Allerbeste Freunde Stuttgart, nochmal zur Erinnerung, war ja Finalgegner. Und sagen, sie warten und freuen sich schon drauf, wer hier kommt. Ja, schöne Grüße an Alexander Ruppel aus Stuttgart. Ah! Ja. Hinter uns haben wir den Abschlusspfiff gehört bei den Damen. Ja. Kann das Scoreboard sehen, steht zu 5. Ja, 13 oder 15 oder sowas, ne? Die Münchner ziehen also ins Finale ein gegen Hannover, wie erwartet. Mit Emily. Mit Emily Patterson heißt die gute. Ja? Ah, du, ist das eine Amerikanerin? Ja. Ja, also, und hat Fans in Amerika, die hauptstadtsport.tv dort bei Livestream gucken. Ja. Das ist doch verrückt, oder? Ja, das ist echt. Ja. Hier geht Freundschaft einen weiten Weg. Ist wie Al Jazeera, überall empfangbar. Super ja. Stark. Also ähnlich. So, jetzt mal wieder die Gelegenheit, ein bisschen schnell umzuschalten. Wir haben nochmal, müssen jetzt was bringen, langsam.
Pressure, der Ausruf. Mal richtig Druck machen. Aber wir wissen, es ist 4-6 aus Hamburger Sicht, ist noch gar nichts passiert. Nein. Also ja, wir haben das gesehen beim Köln-Stuttgart-Spiel, ne, wie viel Tore fallen können. Ja, und wie schnell halt auch die Stimmung kippt. Darüber hast du ja vorhin schon gesprochen mit dem Flow, ne? Eine gute Aktion, wir haben es jetzt vorhin gesehen und plötzlich geht dann Ruck durch die Mannschaft. Nicht erfolgreich zum Abschluss gekommen. Also die Torwerte, beide von Hamburg und von München, bieten hier wirklich eine super Show. Ja. Obwohl ich da den Kollegen Maas noch ein bisschen im Vorteil sehe, ehrlich gesagt. Der also bietet gerade eine Riesenshow. Ja, also muss ich auch sagen. Die erste Halbzeit eher so die von Hamburger Goalie Eagles, die Halbzeit war, legt Philipp Maas jetzt auch gerade nach. Ja, treibt so ein bisschen die Hamburger zur Verzweiflung. Ne? Zwei Schüsse schon deutlich rüber, Schussversuche, die dann eben auch nicht so richtig konsequent geführt werden. Also Philipp Maas macht das sehr gut. Eine sehr erfahrene Truppe, viele von denen spielen auch Boxlacrosse, also die Indoor-Variante und daher auch ja, hohe Fitness, auch, ja, auch Körperlichkeit gewohnt, ne? Genau, und halt auch Erfahrung mit halt Druck umzugehen, ne? Ja. Henning Schmidt rennt da seine Runden. Und Herr Miegel. Ja. Nummer 21. Schuss mit links. Genau. Miegel. Da muss man ein bisschen sich erstmal was einfallen lassen. Ja, 7-4, okay. Da konnte man ganz gut sehen, jeder hat mal angezogen, ja. Jeder hat mal versucht, die Schusschance zu kriegen und bei ihm hat es dann funktioniert. Ne? Sie haben ja zwei, drei davor schon mal probiert. Ja. Also die Verteidigung bewegt, Verteidigung quasi gezwungen, quasi sich neu zu orientieren, immer die Zuständigkeiten neu zu klären. Und so nach zwei, drei Angriffen kann man auch mal die Zuordnung verlieren. So. Und dann ist halt einer frei und der zieht ab. Gut, 4-7 aus Sicht der Hamburger. Sollten wir jetzt innerhalb von 2 Stunden die zweite Hamburger Niederlage hier sehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die Hansestadt. Richtig. Schlägt Trauer. Nah am Wasser. Kannst mal schnell reinlaufen, ne? Ja, wir wissen ja, noch nichts verloren. Sieht so auf meine Verzweiflungsschüsse, ja. Wie ihr das seht. Also stimmt, es wird ein bisschen, das wird so wie auf Biegen und Brechen, brauchen wir jetzt ein Tor. Ja. Und dabei nicht die hundertprozentigen Chancen, die sie nutzen. Also sie machen es für Maas jetzt nicht so schwer, ne? Also ja. Lass ihn relativ gut aussehen. Ja, er hält natürlich gut, aber ja.
die Distanzschüsse kann. Das ist halt der Winkel, die Winkel sind nicht so optimal. Die Distanz ist relativ groß. Das Gleiche, was du gerade sagst. Ne? Reinlaufen, verwirren, die Abwehr hin und her schicken. Ne? Ja, da verschieben ganz toller lassen. Save von Darren Eakins. Vielleicht mit der Chance jetzt einen schnellen Abschluss zu finden. Ah, schön. Ausgefangen von Benedikt Vormann auf einer Bank. Toll gemacht. Ein weiter Pass nach vorne. Und die Münchner wieder vorne im Angriff. Aber war es gerade so, ne? Wie ich ja davor. Also endlich mal ausgespielt, jetzt hat es nicht geklappt. Aber eigentlich war die Idee ja richtig. Genau. Ne? Wie so, den so zu spielen. Ja. So, letzte Minute. Letzte Minute im dritten Viertel. Ganz toller Save. Dominik zitieren, die Hamburger müssen jetzt mal was machen. Ja. Ja, ne? Du guckst doch schon ganz ernst. Also. Oh, jetzt vielleicht da. Oh, leider in den Brunnen gehauen. Aber auch hier, was man bei den Damen ja auch gesehen hat, da gibt niemand auf. Ja, okay. Drittes Quarter vorbei? Ja, das dritte Quarter ist vorbei. Ja, starten jetzt das letzte Quarter gleich. So, 7-4. Für München, wenn wir nicht beim Lacrosse wären, würde ich sagen, die Scheiben sind, sind klar. Also weil München macht deutlich den besser organisierten Eindruck, ja. Am besseren Spielplan. Zurzeit haben auch natürlich durch den Vorsprung mehr Ruhe. Ja, aber es wird gekämpft bis aufs Blut. Also diese paar Groundball-Situationen jetzt gerade auch zum Schluss, man gesehen, da zieht keiner zurück, sondern bei den Bodychecks und so die Leute wollen den Gegner auf den Boden sehen. Ist denn taktisch noch was möglich jetzt? Ja, klar. Klar. Taktisch ist jetzt noch einiges möglich. Also 20 Minuten noch zu spielen. Also werden wir jetzt irgendwie vielleicht eine Veränderung sehen? Oder würdet ihr etwas verändern? Würdet ihr an der Hamburger Stelle und Coach ja was ändern? Vielleicht jetzt All-In spielen und sagen, jetzt ist... Also was die Münchner ja gut machen, ist dieses Angreifen, Abdrehen, wieder angreifen, ja. Abdrehen. Bei den Hamburgern habe ich mehr so das Gefühl, dass die so auf diesen einen Killer-Pass warten, um dann schnell abzuschließen. Ja, ich meine, damit machen die auch Tore, so, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, das ist auch erfolgreich. Die Münchner machen es ein bisschen anders. Und ich denke, also bei dem Stand muss man jetzt nicht viel anders machen. Ja, aber ich denke mal, jetzt hat das ja bisher nicht so hundertprozentig funktioniert, die sind drei Tore zurück. Muss man dann vielleicht... Ja, wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Also ich würde das so weiterspielen. Und woran man halt, was man immer wieder aktualisieren muss, ist halt die Intensität. Und die Entschlossenheit, mit der man die Aktion bringt, ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt groß umzustellen oder so. Einfach körperlich dranbleiben und das System durchspielen. Wie ist das jetzt so nach dem dritten Viertel? Kriechen die auch ein Zahnfleisch schon? Also nee. Die Jungs, wie wir sehen, also sind topfit. Da geht jetzt noch einiges so. Also im Gegensatz
zu anderen Spielen, die man ja so schon gesehen hat, sehe ich jetzt hier keinen wesentlichen Leistungsabfall. Noch nicht. Vielleicht in 10 Minuten nochmal drüber reden, wie es dann aussieht. Wann? In 10 Minuten. Ja, okay. Wie die letzten 10 Minuten so aussehen. Ah. Er hat das Schwein gehabt. Schön abgesahnt, ja. Und da wieder Darren Eakins im Spiel. Holt den Ball für die Hamburger da raus. Auch unheimlich präzise, harte Pässe von den Jungen. Gerade strahlende Münchnerinnen laufen hier an uns vorbei. Ja. Freuen sich schon aufs morgige Finale. Ja, die haben wieder ein Fehlpass. Das tut dann auch weh. So die kleinen Schusseligkeiten, die Ballverluste, die tun jetzt richtig weh. Gesichert, was du vorhin gesagt hast. Sie bleiben auf jeden Fall im Ballbesitz, ne? Genau. Gleiches Prinzip. Dass er den nicht gesaved hat. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem oder so eine. Also die Defense muss ja an der ballschwachen Seite, da wo der Ball nicht ist, quasi einsinken, um quasi da, wo attackiert wird, so die Jungs zu unterstützen. Ne? Falls jemand geschlagen wird, dass man dann also eine Überzahl setzen kann. Genau, richtig. So. Wenn der Ball sich aber jetzt schnell rumbewegt, muss man aber natürlich, wo man eingesunken ist, wieder nach außen brechen. Und da haben wir gerade gesehen, das hat nicht gut geklappt. So. Da war der ballferne Spieler plötzlich der Schießer. Meintest du denn, Dominik, dass der haltbar war? Also mir war so eine Sekunde vorher klar, dass der kommt, dass der kommt Schuss. Ne? Deswegen, also habe ich dich nicht verstanden. Dass, ja. Dass, also der mit, ich sage jetzt nicht mit Ansage kam, der Schuss, aber... Also ein bisschen schon. Ich habe angesehen, dass er den machen wollte auf jeden Fall. Das hätten wir auch erwarten können, dass er den hält. Da gibt es jetzt, kann ich dir sagen, von unseren Hunderten von Zuschauern jetzt bestimmt bei der Hälfte großes Oh und ja, ja. Ah und ja, ja. Wir haben ja keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ne? Ja, klar. Ihr wisst nicht, wie das ist. Genau. Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Ist ja auch egal. Ja, aber Meinung muss man äußern dürfen. Und ich meine, das wäre langweilig, wenn man sich darüber nicht aufregen kann, was hier geredet wird. Ich habe vorhin einen getroffen, der hat die anderthalb Stunden Regenunterbrechung verfolgt. Anderthalb ja. Stunden lang. Und er hat gesagt, ihr habt so viel schönen Quatsch erzählt. Das war so lustig mit euch. Das ist doch gut. Ja. Und dafür ist das jetzt schon auf hohem sportlichen Niveau, was jetzt gesagt wird. So. In den richtigen Momenten kann man auch gutes Niveau zeigen. 4-8, liebe Leute. Zu also wir hatten vorhin diese Situation mit 4 Toren Rückstand im ersten Spiel. Ja, Stuttgart ja. Gegen Köln, da waren noch 5 Minuten zu spielen, ne? Ja. Ne? Ist das schon verheißungsvoll? Ja, ich glaube, ich wollte von dir hören, naja, das Spiel vorbei, komm, wir gehen ein Bier trinken. Und dann hast du gesagt, nein, warte mal ab. Und am Ende sind sie noch auf 1 rangekommen, die Köln. Also ist noch nichts verloren hier. Die letzte Messe ist noch nicht gelesen. Aber wir sind uns ja einig, ein Tor. Ich weiß nicht, wir hätten mal stoppen können. Wie lange warten die Hamburger jetzt auf ein Tor? Oh ja. Also eine halbe Stunde für bestimmt. Selbstbewusstsein, da muss jetzt was passieren. Oh, ja, ja, das so meinte ich mit den Hitzigkeiten.
Wenn das jetzt anfängt, dann könnte es relativ schnell bergab gehen mit den Hamburgern. Ja, und das hat ja unser User aus Hamburg vorhin geschrieben. Kühler Kopf. Kühler Kopf. Ja. Kühler Kopf. Den Kilian Bombosch, der wahrscheinlich hitzig gegen Maximilian Bieber aus München angeht. Okay, kann wieder. Zum Dampf ablassen müssen die Hamburger Jungs jetzt einen machen. Zu wünschen wäre es auch. Gutes Spiel. Ja, die haben die Schläger nicht hoch, die Münchner. Die müssen die Schläger hochnehmen, um die Passlinien zuzumachen. Ein Weitschuss, nicht durchgekommen. Jetzt. Der will den machen. Aber es sind diese Schüsse, ne? Den Schläger. Ja. So, Fast Break. Fast Break. So, Überzahlsituation vor dem hamburgischen Cage. Aber der wird gehalten. Backup von München. Hamburg bleibt in der Defense. Also, wir wurden ja schon oft angesprochen, ob wir die Spiele danach noch an die Mahn stellen und wir werden das machen. Und wenn sich die Hamburger dieses Spiel angucken werden, dann werden sie feststellen, dass sie diese Schüsse immer sehr früh nehmen. Ne? Sie nehmen immer die Schüsse dann, wo sie eigentlich noch nicht da sind. Ne? Ist noch nicht reif, gepflückt zu werden. Ja, ne? Das ist halt so. Und das ist für uns jetzt leicht zu sprechen. Ne? Aber wir stehen ja auch nicht unter dem Platz. Aber nichts passiert. Ball auf dem Boden, Hamburg. So, jetzt vielleicht. Zieht durch. Moritz Spiegel. Gegen zwei, rettet sich durch, nimmt den Schuss nicht. Okay. Backup, Hamburg lässt ihn bei uns. Sebastian, was willst du uns denn mit diesem Ausruf sagen? Mit diesem das hört sich so ein bisschen nach einem Wolfsgeheul an. Ja, das ist schon wieder so spannend. So. Die Hamburger läuft auf jeden Fall die Zeit ein bisschen weg. Ja, aber sie haben den Ball noch gesaved jetzt gerade. Ja, wieder zurückkommen. Zweiter Druck. Zwei auf den Ball. Drin. Benedikt Vormann, eine Bank, Wahnsinn. Eiskalt abgeräumt, zurück zum Torwart. Ob man ein paar Schritte gehen will? Ein Athlet, wirklich schön. Wo ist er denn? Da ist er. War mit dem ja 2008 in Vancouver schon bei der WM. Ja. Und wie war's? Ja, war ganz schick. Also da erkenne ich auch einige von den Leuten, die jetzt hier heute auch spielen. Und also Nummer 22 auf jeden Fall. 22 auch, aber vor allem 55, genau. Vancouver, Nordamerika, gutes Stichwort. Post aus Nordamerika, aus Kalifornien, kommt von Johannes, dem Guten, ein alter Blackster. Ja. Johannes meldet sich. Wie heißt der? Johannes. Von Rektum. Ja, geil. Ja, wird geschrieben. Sogar hier in Kalifornien ist die Qualität des Streams ziemlich gut. Das freut uns erstmal, nachdem oft gesagt wurde, das Stream ist nicht so gut. Wir arbeiten ja dran, also manchmal steckt man nicht drin. Starkes Münchner Spiel. Nächsten Sommer mal ein paar Spiele live
von den Berlin Open Lacrosse. Ja, das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte. Es hat letztes Wochenende stattgefunden. Der Blax richtet jedes Jahr die Berlin Open aus in Berlin. Ein internationales Lacrosse-Turnier, Europas größtes Lacrosse-Turnier. Immer ein Wochenende im Stadion Lichterfelde. Wie gesagt, super internationale Sache, großes Ding, 20 Herrenmannschaften, 14, 16 Damenmannschaften aus aller Welt. Dieses Jahr hatten wir Besucher aus Hongkong da, aus Italien, Amis, Niederländer und so weiter und so fort. Und ja, wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn wir das nächstes Jahr vielleicht mal eingefädelt bekommen, auch mal von den Berlin Open zu streamen. Ja, also ich denke, das war ja für uns auch das erste Mal jetzt hier bei Lacrosse. Und wenn ich so mich umschaue und wenn ich so sehe, die Resonanz vor allem, das ist ja auch mal wichtig, wenn ich die Resonanz so sehe und wenn ich die Veranstaltung so sehe, dann denke ich, könnte man das nächstes Jahr sicherlich mal machen. Ja. Und ich denke auf jeden Fall, und da sind wir, mit euch bin ich drüber reden, die Sportart hat es auf jeden Fall verdient, so ein bisschen raus aus dem Schatten zu kommen. Und ja, auf jeden Fall liebe Grüße an Johannes, zurück nach Kalifornien, von Blax zu Blax sozusagen. Und auch von BRC zu Blax ein bisschen. Okay, ey. Das Berliner Lacrosse. So Johnny, creme dich ein. So. So, Hamburg braucht ein Tor. Ja, aber es war schon wieder so ein Killerpass, der abgefangen wurde. Die Defender von München eiskalt ausspielen und nach vorne bringen. Frischt das wieder so ein bisschen aus, auf. Was ich uns nicht wünsche, ist ein Blitz, wenn ich das mal sagen darf. Ja? Was? Ein Blitz wünsche ich uns jetzt nicht. Auf keinen Fall. Weil es frischt so wieder ein bisschen auf. Wir sind wieder ungefähr 10 Minuten vor Schluss. Ja. 8:57 war es vorhin. 8:57. Fleck ist da. Auf, dass an der Hamburger Sideline ein bisschen ruhig geworden ist, nicht so wie am Anfang des Spiels. Ja, so ein bangendes Schweigen, ne? Ja, kann man hoffen, dass das aufgrund von Konzentration ist und nicht durch Frust. Das war eine Großchance. Das Wichtigste, glaube ich, weiter Ballbesitz, ne? Ja. Weiter Ballbesitz, ja, genau. Da können die Münzen sich auf jeden Fall was von den Hannover Damen auch schneiden. Ein Scheibchen. Ja, jede Sekunde, ne? Jede Sekunde können, also die weg ist, ist ein... Also ich höre übrigens schon wieder einen Donner. Ich will euch nicht verunsichern, aber... Unser Kameramann Olli bricht schon zusammen, weil er hat wieder auf die Uhr geguckt und hat gesagt, 7:54, jetzt geht der Donner schon wieder los. Ja, ja, Donner, also Blitz brauchen wir jetzt nicht.
Sind und jetzt nochmal eine Scheibe oben drauf legen. Ja, doch deutlich vernehmbar. Klarer Donner. Genau, es geht ja um Blitz, ne? Das ist ja das, was. Ich ein bisschen, dass die Schiris die Augen zu machen in dem Moment, falls es hier. Das, was uns killt, sind die Blitze. Eiskalt ausgenutzt, Wurf leer. Einen schönen Schuss am Tor. Ich verstehe jetzt auch gerade gar nicht, was da war. Ich verstehe nicht so ganz, wo der Torwart war. Magic. Keine Ahnung. Ja, ich gucken alle dich an jetzt. Vielleicht hat der Creator ihn weggezaubert. So. Ich habe keine Ahnung. Gucken dich an. Das ist auf jeden Fall hartes Brot. Er versucht jetzt auch nochmal, Darren Eagles nochmal hebt die Stimme, versucht jetzt nochmal sein Team hochzupushen. Leicht funktioniert das Mori-Spiegel. Ah, safe von Peter. Ja, wird auch. Da gehört jetzt hier die Fans, super Tormann heute. Ja. Ja. Aber ich muss aber sagen, dass die beiden Goalies ähnlich gute Qualität haben auf jeden Fall. Das ist schon Tagesform dann vielleicht auch. Gerade wenn man jetzt so Philipp Maas so hochgepusht ist. Das ist auch, dass der Maas auch schon seit, also auch seit Jahren, wenn wir jetzt mal über den reden, die Form halt auch hält. Ne? Das ist schon beeindruckend. Trainer kriegt das auch langsam. Ja, dreht jetzt ein bisschen durch. Irgendwas? Ist ein bisschen mit dem Schiri gerade angelegt. Ja, die versuchen mit dem Goalie den Ballträger zu doppeln. Das ist das. Ach so. Aha, deswegen war er vorhin nicht da? Deswegen war er nämlich vorhin nicht da. Also die versuchen... Das ist riskant. Ah, das ist aber... Oh. Das wird jetzt hitzig. Genau, ah, das ist ein starkes System, was die machen. Das ist ja krass. Da brauchst du auch sehr gute Teamabsprache, weil sonst passiert sowas wie eben, dass der völlig nackig da alleine steht. Ja. Wir müssen jetzt was bringen. Noch 5 Minuten zu spielen. Ja, Ball weggeworfen. Aber eine gute Idee eigentlich. Ja. Schön gesehen. Leider hat es nicht geklappt. Hörte man ganz am Platz Bob Eakins, der Trainer von den Damen, der halt seine beiden Söhne Darren Eakins, den Goalie, und die Nummer 8 bei Hamburg, Adam Eakins, auf dem Feld hat, der seine Söhne anfeuert, nochmal Gas zu geben. Ah, der war abgeräumt. Die Hamburger gehen jetzt aber auch ohne Angst vor Verlusten. Die Stimmung kocht, geil. Ja. Da riecht man fast das Testosteron hier. Ach, bitte. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen Herz. Mir geht die Pumpe. Ja. Das ist nicht...
Hier in der Hölle von Dahlem werden Sieger geschmiedet. Ja, aber da hat er die Rechnung nicht mit Darren Eakins gemacht. Schön weit mit raus. Das muss hinten nach vorne spielen, die haben nicht mehr lange Zeit. Die Hamburger sehen gerade kein Land. Nee. Aber es ist nicht so, dass sie nicht wollen würden. Nein, nein, nein. Also ich mache ja absolut Alarm. Wie ja? Die Mädels vorhin. Ein Kämpfertrupp. Ja. Ohne Grenzen. Dann da wird unglaublich gefightet. Wir versuchen das schnelle Tor zu erzwingen. Und wir sehen jetzt auch, wir sehen ja auch diese hohe Intensität. Also das vierte Quarter und das lässt halt und nicht. Trotzdem, ne? Wie die Tiere. Im Gegensatz zum Köln-Stuttgart-Spiel. Ja. Wird das abgenommen? Ja. Oder was? Aha. Zu den Leuten das vierte Quarter angesehen. Hier scheint mir das irgendwie noch intensiver zu werden. Ja, das stimmt. Das ist sehr spannend. Ich möchte nicht freundlich werden, aber sehr schöner Pass. Philipp Maas. Wahnsinn. So, jetzt nochmal, vielleicht. Schön, jetzt können sie vielleicht noch reinbringen. Ist jetzt schnell ausgespielt, klug spielen, sauber spielen. Ah, keine Chance. Benedikt Vormann interceptet diesen Ball, ja. Das tut mir richtig im Herzen weh, dass die Jungs so viel ackern ja. Und nichts passiert, also nichts klappt. Ja, aber das tut das einem richtig weh, gerade denen dabei zuzugucken. Ja, aber es ist halt auch so diese Versuchung, das zu erzwingen. Das geht halt nicht. Das müssen sie ja jetzt. Schön. Lasse. Junger Spieler, der sich ganz weit hoch, also ganz toll hochgearbeitet hat. Nein, der Goalie schießt aufs Tor. Jetzt werden wirklich alle Register gezogen. Ja, die Schiris haben, glaube ich, auch gar keine Lust mehr, irgendwas zu pfeifen. Nee. Die wollen, dass diese Minute jetzt vorbeigeht. Oh, Philipp Maas klar, zieht den Ball nach vorne, wieder abgefangen. Und drauf damit. Ist das ein starkes Game, ey. Aber und wieder drauf vorbei. Damit, oder? Unfassbar. Ja. Also, ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, aber wir haben wirklich hier das Finalspiel schon vorweggenommen. Hä? Das Finalspiel schon vorweggenommen. Also, frage ich mich. Ja, wie das Finale sein soll, dann gibt's wenn jetzt das hier schon. Im Stuttgarter Raum jetzt so ein bisschen murren, aber. Ja, dann soll sie mal was. Sollte was, mal was zeigen, bringen. Ne? Ja, ja, aber so was bringt. Also hier an Spannung, das ist ja fast schon nicht mehr zu glauben. Aber ja, gesundheitlich bedenklich. Aber. Bitte? Gesundheitlich bedenklich. Ja. Das, was vorhin über, was ihr ja auch gesagt habt, kühler Kopf. Darum geht es jetzt natürlich in den letzten Minuten. Ne? Ja. Alleine Kopf durch die Wand raufballern, das Ding. Das machen die Hamburger halt seit die, 6 Minuten. Seit 6 Minuten, oder seit 10 Minuten machen die das Spiel. Ne? Genau. So. Und es sieht die natürlich spektakulär aus. Und das ist, die feuern, aber. Ja, die Conversion Rate ist halt pur. So. So. Wie wir, wie wir Lacrosse so sagen. Genau, genau. Wie genau. Er Lacrosse so sagt. Ich würde das nicht so sagen. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, vor 10 Minuten hätte man noch was drehen können, aber. Auf. Hart. Es hat schon wieder gedonnert. Wir können vielleicht mal unterbrechen. So, 1:06 sehe ich auf der Uhr. Zwischenstand 9:05 für München gegen die Hamburg Warriors. Naja. Aber ein Tor haben sie sich auf jeden Fall noch verdient. Also, ne? Also das wäre. Machen sie ja zum Abschluss. So halt aber leider nicht. Wieder Darren Eakins, Goalie ganz weit mit vorne. Im Huddle. Wow.
Schuss, Pass. Schuss sollte das, glaube ich, sein. Nur bleibt im Ballbesitz. Ah, schade, schön gesehen. Das wird jetzt gar nichts mehr, ist das schade. Das wird jetzt nicht schön. Bei der Münchner Nummer 11. Nummer 6. München sollte jetzt eigentlich die Uhr runterspielen. Ja, die Clock ist on the field. Alles klar. Die versuchen das jetzt nach Hause zu retten. Retten ist noch nichts mehr. Aber ah, Maximilian Bieber, routinierter Overpass. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, München. Ganz großer Fight. Ja. Die Hamburger Jungs gehen zu Boden. Ja. Das tut mir jetzt halt auch Hamburgerin ja wirklich ein bisschen im Herzen weh gerade. Ja, ja, die haben. Ja, dem sie ja letztes Jahr schon so vorbeigeschrappt sind im Halbfinale, das jetzt wieder dieses Jahr.